sind deiner Einladung gefolgt und wollen sich um die Hand deiner Tochter bewerben. Gut, gut. Sie warten draußen, dass ich Sie hereinrufe. Wäre meine Tochter schon hier, wie sie es mir versprochen hat, dann könnten wir beginnen. Rufe meine Tochter her. Sie soll sofort hier vor mir erscheinen. Jawohl, Herr König. Diesmal muss sie sich entscheiden. Das verlange ich von ihr. Ich will sie endlich verheiraten. Ich fürchte, deine schöne Tochter ist zu stolz und zu wählerisch. Wenn sie auch heute keinen der Freier mag, dann soll sie mich kennenlernen. Sag mir, Bischof, wer sind die Männer, die um meine Tochter freien? Ja, das will ich auch wissen. Was für Männer sind es? Es sind lauter Edelleute. Ein Fürst, ein Graf, ein Freiherr, ein Herzog. Ja, sogar ein König ist darunter. Den zeigst du mir, Bischof? Nein. Denke ruhig, dass jeder von ihnen ein König ist. Du sollst nach deinem Herzen wählen, Prinzessin. Und nicht nach Rang und Namen. Nun gut, so wähle ich. Nach meinem Herzen. Aber ich sehe hier niemand. Wie soll ich da wählen? Und wen? Ich warne dich, meine Tochter. Dies ist kein Spiel. Ich rate dir wohl zu überlegen, was du tust. Ich grüße euch, ihr Herren, und danke euch, dass ihr von weit her gekommen seid, um meine Tochter zu freien. Derjenige von euch, den sie sich zum Mann erwählt, soll mir wie ein Sohn willkommen sein. Die anderen aber bitte ich, als Gäste auf meinem Schloss zu bleiben und mit uns das große Hochzeitsfest zu feiern. Was redest du von Hochzeit, Vater? Noch habe ich meinen Mann ja nicht gefunden. Dann wählt dir einen aus, meine Tochter. Oh, sieh, ein Weinfass. Nie, nie. Lang und schwank hat keinen Gang. Ich danke. Kurz und dick hat kein Geschick. Nein, 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 mir viel zu klein. Zu blass der Mann, wie der bleiche Tod. Ach, und der da, wie ein Zimtzahn, der ist mir zu rot. Und der ist mir nicht grad genug. Grünes Holz hinterm Ofen getrocknet. Nein, ist das lustig. Der Gute hat ja ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel. Du könntest ein König sein. Doch selbst wenn du einer wärst, ich nehm dich trotzdem nicht. König Drosselbart. Ich schäme mich für dich, meine Tochter. Du hast diese edlen Männer beleidigt und verschmäht. Hast keinen auch nur eines guten Wortes für würdig befunden. Und deshalb schwöre ich hier vor dem Bischof, dass ich dir zur Strafe für deinen Hochmut den ersten besten Bettler zum Mann geben werde, der vor unserer Tür tritt. Schaut, oh, schaut mich an und seht, dass ich nichts habe. Ich armer, armer Mann. Ich bitt um eine Gabe. Ich bitt um eine Gabe. Dong, ding, ding, dong, ding, ding, dong, dong, la, 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 dong, ding, dong, dong, ding, dong, la, la. Dong ding ding dong ding ding dong dong la 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 dong ding dong 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 la 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 la. Was geb ich alles her, braucht nicht hier ich zu stehen, wenn reich ich wär, dann würd ich nichts erflehen, dann würd ich nicht hier stehen.
mir keinen Spaß, Bischof. Komm herein, Bettler, ich will mit dir reden. Komm näher, Spielmann. Dein Gesang hat mir so wohl gefallen, dass ich dir meine Tochter da zur Frau geben will. Vater! Nein, wie kannst du so etwas tun? Sieh ihn dir an, wie schmutzig und zerlumpt er ist. All dein Reden nützt dir nichts, meine Tochter. Ich hatte den Eid getan, dich dem ersten besten Bettelmann zu geben. Und diesen Eid werde ich auch halten. Willst du deine eigene Tochter unglücklich machen? Ich hatte dich gewarnt, aber du hast nicht auf mich gehört. Nun muss es sein. Nein, Vater, bitte nein, das kannst du mir nicht antun. Dein Jammern kommt zu spät, meine Tochter. Spielmann, willigst du ein, sie zu deiner Frau zu nehmen? Ja, Herr König, das ist eine große Ehre für mich. Dann, Bischof, tu deine Pflicht und traue sie. Jetzt sogleich hier auf der Stelle. Nein, Vater, bitte, hab doch Mitleid mit mir. Steh auf, Tochter, und hör auf zu jammern. Ich frage dich, Spielmann, willst du die Tochter unseres Königs, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und beschützen? Willst du treu zu ihr halten, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte ja. Ja. Ich frage dich, Königstochter, willst du diesen Spielmann, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann achten und ehren? Willst du ihm gehorchen und für ihn sorgen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte ja. Antworte, Tochter! Ja. Reichet einander die rechte Hand. Und damit bestätige ich den Bund, den ihr geschlossen. Hast du noch ein Wort für deine Tochter, mein König? Ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie in sich gehen und Hoffart, Stolz und Hochmut ablegen möge. Denke darüber nach, was dein Vater dir gesagt hat, Königstochter. Und vergiss nicht, dass er nur aus Liebe so zu dir handelt. Nun geht. Denn es ziemt sich nicht, dass die Frau eines Bettlers länger an meinem Hof weilt. Geht. Geht. Wenn ich nur wüsste, wie weit's noch ist. Wir sind bald da, schon ziemlich bald. Sag, wem gehört der schöne Wald? Dem König Drosselbart, ihm ganz allein. Genommen ihn, so wär er dein. Oh Gott, wie ist mein Leben so bitter und so hart, hätt ich doch genommen den König Drosselbart. Jetzt laufen wir schon ewig lang. Ach, hör schon auf, du dumme Liese. Allein hättest du genommen ihn, so wär sie dein. Oh Gott, wie ist mein Leben so bitter und so hart, hätt ich doch genommen den König Drosselbart. Bevor du weiter fragst, du dumme Liese, nicht nur der Wald, nicht nur die Wiese gehört dem König Drosselbart, gehört dem König Drosselbart. Wenn über Berg und Tal wie gehen, wenn wir die tausend Rinder sehen, dies und noch mehr scheint dies auch hart, gehört allein dem Drosselbart. Es gefällt mir gar nicht, dass du dir immer einen anderen zum Mann wünschst. Bin ich dir nicht gut genug?
Wie ist das Haus so klein? Wer mag das winzige Häuschen sein? Das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen. Wo sind die Diener? Diener? Wozu? Für die Arbeit im Haus. Du wirst selber tun, was du getan haben willst. Ich soll arbeiten? Ich eine Königstochter? Das warst du einmal. Jetzt bist du meine Frau, eine Bettlersfrau. Und du wirst schwer und hart arbeiten müssen. Oh mein Gott, das habe ich nie gelernt. Dann lerne es jetzt und fang sofort damit an. Also komm. Mach Feuer an und stell Wasser auf, damit du mir ein Essen kochst. Ich bin hungrig und müde. Das kann ich nicht. Was kannst du nicht? Kochen. Ich kann nicht kochen. Dann wirst du hungern müssen, solange du es nicht kannst. Mach Feuer an. Wie mache ich das? Woher sollte ich's können? Nichts kannst du. Und versuch's nicht einmal, dich nützlich zu machen. Hab Geduld mit mir, ich bitte dich. Das höre ich gern, wenn du mich um etwas bittest. Oder doch das Bitten gar nicht gewöhnt bist. Hol mir die Pantoffel und zieh mir die Stiefel aus. Na, wo bleiben die Pantoffeln? Hol sie dir selber und deine schmutzigen Stiefel zieh dir selber aus. Frau, du vergisst, mit wem du sprichst. Nein, das vergesse ich nicht. Ich spreche mit meinem Mann, dem Bettelmann, der mit viel Glück eine Königstochter zur Frau bekam. Wo ist denn da das Glück? Sag mir das. Und was bringst du mir denn mit in die Ehe? Etwa eine große Aussteuer? Na, Gold und Edelsteine? Und was kannst du im Haushalt? Nichts kannst du. Und müssten wir nicht jedes einfache Mädel, das Putzen, Nähen und Kochen kann, lieber sein? Gut, ich hab dir nichts in die Ehe mitgebracht. Ich kann nicht nähen, putzen, kochen. Und dass ich die Tochter eines Königs bin, gilt auch nichts. Dann sage mir nur, warum du mich zur Frau genommen hast. Vielleicht hatte ich Mitleid mit dir. Guten Morgen, Frau. Steh auf, es ist Zeit, das Haus zu besorgen. Derweil ich mich draußen wasche, schür du das Feuer an. Nicht einmal Feuer anschüren kannst du. Geh zur Seite, ich zeig's dir. Und merke dir, wem man's macht. Siehst du? So leicht geht das. Und so geht's mit allem. Man muss sich's nur zutrauen und ein bisschen nachdenken, Frau. Ich will auch nicht mehr hören, dass du dieses oder jenes nicht kannst. Wenn du mit der Hausarbeit fertig bist, dann sollst du hieraus Körbe flechten. Es geht nicht, dass wir nur zehren und nichts verdienen. Körbe soll ich flechten? Aber... Ja, Körbe, Frau. Oder willst du die Rute auf deinen Rücken spüren? Nein, Mann, ich tue schon, was du sagst.
Sieh doch, ich kann es nicht. Sieh, meine Hände sind ganz wund. Ja, ja, ich sehe schon, dass es nicht geht. Spinn, lieber. Ab morgen wirst du spinnen. Vielleicht kannst du das besser. Spinnen? Ja, aus Flachs wirst du Garn spinnen. Und daraus wird schöne weiße Leinwand gewebt. Das bringt uns etwas Geld ins Haus. Ich will's versuchen. So ist's recht. Das höre ich gern. Nun habe ich Hunger. Hast du uns etwas zu essen gemacht? Nein. Oh nein, ich hab's vergessen. Wie kannst du es vergessen? Du hast deinen Verstand, also gebrauch ihn auch. Wenn ein Mann abends nach Hause kommt, dann will er essen. Also merk dir das, Frau. Blutig sind. Ich kann es nicht. Siehst du, ich bin schlimm dran mit dir. Du taugst zu keiner Arbeit. Es war ein harter Tag heute. Was bin ich müde? Oh, ich habe dir eine Suppe gekocht, lieber Mann. Das höre ich gern, darüber freue ich mich. Schmeckt sie dir? Du hast dir sehr viel Mühe gegeben und es gut gemeint. Auch mit dem Salz. So, soll ich noch etwas hinein? Nein, nein, es ist schon reichlich drin. Ich hatte mir schon gedacht, dass du auch zum Spinnen nicht zu gebrauchen sein wirst. Deshalb bin ich heute Morgen auf unseres Königs Schloss gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd brauchen könnten. Ich? Eine Küchenmagd? Ja, und sie haben mir versprochen, dass sie dich nehmen. Du bekommst dafür freies Essen. Hör auf zu weinen. Gleich morgen früh gehst du auf das Schloss und sprichst mit dem Koch. Hallo, Koch. Sei still, mein Kind, und stör mich nicht, solang ich koch das Fleischgericht. Ja, merk es dir, es ist doch klar, stör mich. Das Fleisch ist gar. Der Wichtigste im Schloss ist doch, der für das Essen sorgt, der Koch. Denn ist noch roh, so schmeckt es nicht. Ist es so kocht, dann mag man's nicht. Ist es zu zäh, dann willst du's nicht. Ist es verbrannt, dann bekommt ihr's nicht. Hey, Koch, hörst du? Wart, mein Kind, ja doch, man kann's, solang bis fertig ist. Die Gans, drum sprich auch nicht, solang ich brat, nicht bei der Soße und nicht beim Salat. Der Wichtigste im Schloss ist doch, der für euch alles sorgt, ich koch. Denn ist noch roh, so schmeckt es nicht. Ist es zerkocht, dann mag man's nicht. Ist es zu zäh, dann willst du's nicht. Ist es verbrannt, dann bekommt ihr's nicht. Nun sind beide gar. Und wie das duftet. Ich glaube, du hast noch nie so eine gute Soße gegessen. Na? Oh, sie ist die beste, die ich je gekostet habe. Du bist wohl die neue Küchenmagd, nicht? Mhm. Also gut, dann geh an die Arbeit, schäl die Kartoffel, putz Gemüse und Salate und halte Töpfe, Pfannen und auch die Küche sauber. So, jetzt geh.
Hier, weiter, weiter, weiter. Tag und ich habe schwer arbeiten müssen. Aber es geht mir schon alles viel leichter von der Hand. Das höre ich gern. Ich habe dir etwas Essen mitgebracht, lieber Mann. Der Koch gab mir es vom übrig gebliebenen. Und damit es sonst niemand sieht, verberge ich es in diesen Taschen. Warum verbirgst du es? Damit nicht jeder sehen soll, wie arm wir sind. Werde ich dir noch etwas viel Besseres mitbringen. Wieso? Weil es im Schloss ein Fest geben wird. Der König will Hochzeit feiern. So? Ach, wenn ich doch nicht so stolz gewesen wäre. Jetzt weiß ich, was ich alles falsch gemacht habe. Warum sagst du das gerade jetzt? Weil, als Küchenmagd darf ich's nicht. Der Koch wird's nie erlauben. Warum fragst du ihn nicht? Soll ich's versuchen? Mhm. Ja. Wenn ich meine ganze Arbeit gut getan habe? Dann werde ich ihn fragen. Komm, lauf schon, lauf, lauf, pack doch schneller zu. Ja, und du auch, komm. Ach ja. So. Ach. Jetzt liegt das Gröbste hinter uns. Die Hauptarbeit ist getan. So. Und jetzt gib ihm deine Töpfchen, damit wir dir ein paar Leckerbissen hineingeben können. Hm? So. Danke. Na? Bitte, bitte Koch, ob ich wohl mal heimlich einen Blick in den Königssaal werfen darf? Oje, oje. Na, du machst mir Sorgen. Aber meinetwegen. Aber lass dich nur vom König nicht erwischen. Ich pass schon auf. Oh. Danke. Schöne Küchenmarkt will auch mitfeiern. Komm, so tanz mit mir. Nein! Nein! Alles gut. Wer bist du? Ich und der Spielmann, der mit dir zusammen in dem elenden Häuschen gelebt hat. Wir sind eins. Deinetwegen habe ich mich so verstellt. Aber wer bist du wirklich? Siehst du es nicht? Ich bin dein König Drosselbart. Der König Drosselbart? Aber wo ist dein Kind denn? Dein Bart. Das war nur eine Maske, die ich mir angetan hatte, als ich damals um dich freite. Aber warum nur? Weil ich sehen wollte, ob ich auch mit Fehlern geliebt werde. Aber danach, warum hast du diese Rolle als Bettler und Spielmann gespielt?
Das alles ist geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und dich für deinen Hochmut zu bestrafen, womit du mich verspottet hast. Ach, König Drosselbart, ich habe großes Unrecht getan und bin nicht wert, deine Frau zu sein. Tröste dich. Nun bist du's wert. Die bösen Tage sind nun vorüber. Und nun werden wir unsere wirkliche Hochzeit feiern. Nun kann auch ich wieder glücklich sein. Thank you.